Hallo, hier ist wieder Alexander Gottwald vom Cleaning Clearing Coaching. Heute kommen wir zum zweiten Teil und ich spreche einfach mal über das Thema Clearing. Letztes Mal hatten wir das Thema Coaching und eben auch die Verknüpfung mit der ersten Lebensphase. Und zum Thema Clearing gehört natürlich die zweite Lebensphase. Die zweite Lebensphase zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir das Nein entdecken, dass wir uns abgrenzen, dass wir auch das Bedürfnis haben, uns abzugrenzen. Und das wird dann halt auch auf das Spirituelle projiziert. Das heißt, wir wollen uns dann von bestimmten Menschen, Wesenheiten, Verhaltensweisen und so weiter abgrenzen. Ja? Das kann in therapeutischer Richtung gehen, wenn jemand mit dem Rauchen aufhören will, ja, also etwas, eine bestimmte Tätigkeit oder etwas loswerden wollen. Das kann aber auch sein, dass man Beziehungen als nicht funktionierend empfindet und also den Partner dann irgendwie energetisch loswerden will oder sich davon abgrenzen will. Und manche Clearings gehen ja auch in Richtung dessen, was die Kirche ja auch über viele Jahre, Jahrhunderte gemacht hat, heute ja auch noch macht in Teilen, also in Richtung Exorzismus, also Dinge zu regeln, die was mit Geistern und anhaftenden Seelen und so weiter zu tun haben. Aber eben alles auf dieser Ebene, die weiterhin horizontal ist, wie bei der ersten Lebensphase und wo es eben darum geht, eben diesmal statt Ja, wie in der ersten Lebensphase, sagt man Nein in der zweiten Lebensphase. Also das ist so die Eigenschaft des Themas Clearing. Und im Cleaning Clearing Coaching geht es uns eben darum, über beide Themen hinauszugehen und zur dritten Lebensphase zu kommen. Dazu sage ich jetzt erstmal noch was zum Clearing, denn das Bedürfnis nach Clearing ist oft eben bei Menschen besonders groß, die halt die zweite Lebensphase nicht oder nicht vollständig erlebt haben, wo also die Abgrenzung nicht so funktioniert hat und insbesondere auch die Abgrenzung zu den Eltern, zur Herkunftsfamilie und wirklich etwas Eigenes zu werden, jemand Eigenes zu werden. Denn auch Spiritualität, also Erleuchtung und so weiter, ist nicht möglich, wenn man kein Ich hat, was man transzendieren kann. Und das heißt also, in der ersten Lebensphase ist das Thema Coaching korrespondierend. Das heißt, wenn da Defizite sind, und das ist bei den allermeisten Menschen der Fall, in der zweiten Lebensphase, wenn es da Defizite gibt, ist das Thema Clearing interessant und wer eben all das integrieren möchte und dann eben auch in der dritten Lebensphase ankommen will, wo es eben darum geht, wirklich sich bewusst entscheiden zu können, sage ich ja oder nein zu anderen Menschen, denn ich agiere nicht mehr nur horizontal, sondern ich agiere vertikal. Ja, das heißt, ich habe meine eigene Verbindung zur Erde und zum Himmel. Und genau das ist es, was wir im Cleaning Clearing Coaching dann tun. Und beim nächsten Mal erzähle ich dann auch was über das Cleaning. Also, bis dahin. Ich freue mich, wenn du weiter schauen möchtest. Und freue mich, dich dann im dritten Video wiederzusehen. Bis dahin, alles Liebe.